Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit den Kammerjägern. Wobei momentan eher Grabjäger gemeint ist. Hallo Regenbogenmaus. Servus. Hallo Alduron. Hallo. Hallöchen Despro. Servus. Wir sind der hier. Immer noch alleine ist. Genau, der ist immer noch alleine. Wir sind hier. Links stinkt's ganz gewaltig in der Savanne. Und er ist hier. Oh, ist alles offen, umringt von Militärcamps und Material. Waffeleisen. Was? Ein Waffeleisen? Waffeleisen. Ist ja fast schönes Wetter hier. Ein Pünktchen fehlt mir noch zum Perken. Hi, Devi. Heidi ho. Ja, gehen wir jetzt weiter, oder? Ja. Ist 13.40 Uhr, ne? Nicht, dass es zu knapp wird nachher. Ach, knapp. Da rennt ein Huhn. Nee, wo ist die Straße? Die Straße ist, Straße ist Ende. Irgendwo ist die Straße zu Ende. Am Friedhof, wie passend, ne? Das ist, weil du die Folge zu Ende gemacht hast. Wahrscheinlich ist die Straße verschwunden. Oh. Ja, dann. Sag mal, wie hält denn der aus? War das Haus? Dann. Yippie! Ja. Endlich habe ich Pünktchen. Oh, da ist ein Overall mit drei. Na gut. Südlich zu der großen Straße wieder. Ich mach mal gerade hier Perky. So. Also gehen wir jetzt am Rand vorbei, am Biom. Da ist auch eine Wanderhorde. Wenn ihr da nicht großartig euch aufhalten wollt, dann gehen wir jetzt südlich. Südlich? Ja. Okay. Wo ist die Wanderhorde? Vom Berg kommt die. Ah. Ah, ich sehe sie. Okay, dann gehen wir ein bisschen schneller, ne? Hier ist das sicher. Ich nehme die auch mit, aber... Naja, ich will jetzt nicht unbedingt die 340 Bolzen verhauen. Nicht? Nee. Die wollte ich doch für die schlechten Zeiten holen. Und nicht für die guten. Erstmal das Hühnchen mit. Da. Genau, Hühnchen ist nicht schlecht. Federn sind jetzt noch nicht schlecht. Ja, hab ich. Ja, oh, ein paar mehr noch, ne? Also Federn kann man nie zu viel haben. Ja. Ich habe mich eben ausgelernt mit Federn und habe jetzt schon wieder 124. Also, oh. Oh, Potassium. Nimmst du mit? Ja, okay. Ich habe eh schon einstecken. Super. Wie gesagt, ich mache ja die ganze Zeit schon Schießpulver. Oh. Hier schießt. Ja, muss sein, den will ich nicht. Also, Essen haben wir genug für unterwegs. Okay. Soll ich ihn entnehmen? Och, ich hab sowieso schon Stecken. Weil ich Fleisch hab, oder wie viel hast du? Ja, also wir machen uns gleich sowieso irgendwann nochmal wieder. Okay. Ich hab eben die beiden Hühnchen ja auch schon. Ach so, stimmt ja. Deswegen ist das egal. Süden habe ich gesagt, ne? Jo. Das ist darüber. Ach so, Süden ist ja da lang. Ja. Und gerade Richtung Osten wenden. Lala. Oh, eine Schiene. Nee, Rachani ist nicht dabei, also zerlegen. So. Was haben wir denn hier schon? Hier muss doch mal irgendwo was sein. Na, leer. Alles leer. Da hinten zuckt wieder ein Zombie rum. Das so. Lass zucken, Kumpel. Ja, jetzt kommt er. Genau. Oh. Jetzt kommt er. Okay, das sah gut aus. Mist. Bemerkt mich nicht, hey. Der Blödmann. kaum rede ich von ihm. Rachani, danke für den Host. Okay. Jetzt wird aber hier ein bisschen zombie-mäßig. Weg. Überfüllt. Was macht ihr denn da? Wart ihr böse? Ja. Niemals nicht.
Oh, ein Schuss und er liegt? Was hast du? Oh, mein Schuss daneben gegangen. Ah, kann ich jeder einen nehmen? Nee, ich nehme gleich zwei. Du schießt dann einmal durch und dann triffst du zwei, oder wie? Man muss ja nicht meinen nehmen. Das meine ich damit. Ach so. Schaut mal zu mir, wer war hier? Hier stehen drei Frames aufgewertet. Dann Moment, hat da irgendjemand wahrscheinlich angefangen. Arbeiten. Ah. Alter, ich bin urweit weg und irgendwer war von euch schon wieder da. Das kann so nicht sein, ist. Warum renne ich mich dann zum Trautel, wenn hier schon wer war? Auch gehört, dass du von mir geredet hast. Du musst schon schmunzeln, ja. Suki, Alter. Ich das nicht. Ah, ja, ich weiß. Ah, geil. So. Oh, eine Blueberry Seed. Hm. Aber war auch schon. Da? Jo. Blueberries, da kannst du also auch. Die waren aber jetzt doch ziemlich nervig, die drei Typen vier da, ne? Ja. Ja. So. Sobald ich eine Schiene sehe. So, machen wir wieder Richtung Süden. Habt ihr eigentlich einen Kochtopf mit? Nö. Okay, ich jetzt. Und einen Grill. Nett. Cool. Volle Ausstattung. Ja, volle Montur. Immer. Passt. Soki reicht, Soki ist gut. Das kann ich mir auch besser merken. Wo ist denn, wie weit ist denn jetzt die Straße? Wir müssen gleich kommen. Jo, sieht so aus. Ach schade, doch, das wäre ein Nest. Da ist ein Nest. Also theoretisch nach der Erhöhung müsste die Straße kommen. Okay. Die Größe von Damir und Co. Und ich darf die nicht mitspielen. Ein Rohr. An Damir soll das heißen, ja, genau. Hi, Razor. Ja, bekannte Namen, bekannte Namen. Ja. Da oben schleicht noch ein Zombie rum. Also ganz viele Grüße auch an alle, die jetzt von Rahani gekommen sind, von den Karma-Jägern hier. Genau. Falls es irgendjemand nicht mitgekriegt hat. Das sind Despo, wir. Despo, jemand Stefan. Der gute Proximus. Hi. Und die gute Regenbogenmaus ist dabei. Yay! Und hier ist ein Haus. Jo, aus Holz. Und hier ist wieder weißer Stoff. Ja, ich bin auch schon am Klopfen. Ja? Wo schreien die denn? Ach, da drinnen muss dann jemand sein. Ja. Och, Mann. Oh, guck mal da, Tablettchen hat sie und Water. Nett. Regenbogenmaus sagt mir was. Ja, sollte dir auf jeden Fall. Hier sind noch zwei Eier in dem Nest. Okay. Bahani, du hast mit allen zusammen gespielt. Und jemand müsste noch drei Wasser nehmen. Tja, wer denn nur mit mir mitgekommen? Ich hab ne Start. Aha. Okay. Du hast ne Start? Kommst du noch rüber hier? Ja, ja, gleich. Der hat noch zwei Wasser bei. Ich muss mal gucken, wie viel Platz ich hab noch. Guck ich mal, was hier drin ist. Oh, eine Stadt in der Wüste. Ach, Kochtöpfe haben wir genug jetzt. Leere Gläser. Alter, das geht sich nicht aus. Oh, dann hier ist eine Ranch drin, wer noch braucht, in dem Wasserhahnteil. Nee, das nicht unbedingt, aber ich hab hier noch Wasser. Hat jemand Wasser stecken? Ich hab keinen Platz mehr. Oh, Eisenverstärker. Wo war das Nest mit den Eiern? Am Haus, hinten. Hinten. Ich führe dich gerade links. Ja, nö. Jetzt finden. Warte, hier sind eh noch ein paar Nester, dann kann man. Hier ist es. Siehst du, das war noch ungelootet. Merci. Der hat auch noch Wasser drin. Ah, er war das. Alles klar. Hier ist noch ein Baumstümpfchen. Hier ist noch Shotgun Long Barrel. Wer noch Platz hat. Eine. Lol, hier ist ein Trader, Alter. OMG. Echt? Ja, oh, das ist cool. Bei mir ist ein Trader. Der ist leer. Okay. Hier ist noch ein Nestchen. Hier ist noch ein Ei.
Kommt ihr mal einmal rein? Ja. Bei Azrax Hardcore-Event. Was, auf was genau ist das jetzt bezogen? Hier sagt? Ist noch ein Wasser. Zusammen, das mit ihm zusammengespielt, das ist, also Rahani hat mit jedem hier zusammengespielt bei Schnitzels Community Event auf jeden Fall. Richtig. So, lass uns mal einmal wieder gegenseitig stacken. Alles, was stackbar ist. Aber es ist schon 17 Uhr, bleiben wir hier. Weiß ich noch nicht genau. Deswegen. Also der Weg sieht dann doch etwas weiter aus. Könnte. Und wir könnten dann auch gleichzeitig noch mehr nach Süden gehen, weil da ist ja noch eine Straße. Oh. Also im Ofen habe ich schon mal ein bisschen was. Das wird aber nicht reichen. Stecky, Stecky, Stecky. Was haben wir da noch? Okay, so wahnsinnig viel zum Stecken habe ich jetzt auch nicht. Und der Rest ist hier rechts unten im Schrank. So. Ich bin ja schon voll. Schon habe ich noch ein Mais und Magnum Parts und Animal Hide. Tum, tum, tum. Habt ihr noch genug Munition? Braucht ihr Pfeile? Nö. Im Moment habe ich noch. Na dann. Noch 69 Bolzen weg und dann habe ich ein Stack wieder frei. Oh, ein Pistol Receiver. Den werde ich mal gleich verwerten. .242, das hat sich doch schon gelohnt. Ja. Gut. Irgendwie, ja, ich habe nur noch 20 Pfeile und damit will ich in die Stadt. Okay. Du hast ja keine gute du Idee. Du hast eine Keule, oder? Nee, mir hat ja noch keiner eine gemacht. Machen wir zu. Dann mache ich hier zu, ne? Mit einer Tür? Jo. Oder komplett zu? Nee, mit einer Tür ist gut. Ich kann gerade keine Tür mehr erzeugen, ich habe keinen Platz im Inventar. Warte, deswegen habe ich das, was ich da reingetan habe, auch noch nicht wieder aufgenommen. Ah, siehst du mal. Ich auch nicht, aber ich habe meine Knarre zusammengebaut. Ich habe ja noch was gefunden. Boah! Immer wenn Stefan so aufschreit, gucke ich wirklich nach oben links, ne? Ja, richtig. Wieso das? Ach so. Ach ja. Wo sind meine First Aid Kits? Scheiße. Natürlich ist jetzt mal fertig, ja. Oh, halt. Naja, okay, jetzt sitzt sie falsch drin. Scheiße. Na, egal, oder? Also nochmal kaputt. Ich hab so meine Prinzipien. Okay. Nach außen. Wenn, dann muss es auch gut aussehen, ne? Ja. Ja, ich will den Biestern halt keine Chance geben, dass sie sich hier festhängen, ne? Razor, danke für dein Follow. So. Das ist gemacht da oben. Dann brauchen wir. Schöne Tür. Was dahin? Upsa. So, okay, auch dir danke für dein Follow. Wieder mal dabei. Mhm.
kam, bin er weg. Oh, ich sehe gerade, langsam wird es mit dem Holz ein klein wenig weniger. Ja. Aber reicht noch. Hab noch 1200. Also, ich hab auch noch über 1000. Alles kein Problem. Na, 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 na. Stühle zerlegt die nicht mal. Wir sind an der Straße auch schon vorbei. Ui. Die ging nämlich auch irgendwo nicht weiter, aber da, wo sie nicht weitergeht, da muss ja auch noch irgendwas. Ah, du meinst die Hauptstraße, die dickere da? Ja, ja. Da, wo die aufgehört hat. Sollen wir dann quasi dann Richtung 1 Uhr von uns aus jetzt zu der Straße und dann nochmal komplett nach Süden? Weil im Süden ist ja auch noch was, ne? Theoretisch würde ich das dann so sagen, aber die Nacht dann halt hier wirst du verbringen. Jo. Nehmen wir aber gleich erstmal noch ein, zwei Zombies mit hier. Und nicht nur Zombies. Sondern? Wenn das Reh mal aufhört. Okay. Stimmt, ich könnte immer noch ein klein wenig von meinem Grundzeug klopfen. Okay. Damit ich was zu tun habe über Nacht. Ja, könntest du? Ah! Ein Treffer. So. Ach, Zombie, nein, komm her. Immer mitten in die Besser rein. Ich wollte jetzt oh, ich hab'n Leg. Hey. Ja, ich auch gerade. Was? Wie? Wenn den Zombie gerade geöffnet. Ja, ich hab'n Stand-Leg bei mir. Aha. Oh. Jetzt kamen auch plötzlich die Geräusche vom Zombie und ich stand gerade auf dem drauf. Oh. Herzinfarkt, hallo. Da ist ein Friedhof. Ein Friedhof? Ein richtiger Friedhof. Und ich wette, das ist da, wo die Straße aufhört. Mhm, könnte sein, ne? Komm, wackel doch nicht so mit dem Kopf. Och man. Wenn du Hilfe brauchst, schreist du, gell? Achso, ja. Oh, schreien, ja. Ja, ganz männlich natürlich. Männlich schreien, ja, genau. Sehr geil. Den habe ich aufgenommen. Der Zombie hat plötzlich einen ganz langen Hals. Ja, halt. Aha. So, aua, ein Baum. Männlich schreien, ne? So viel dazu. Da ist mir ein Baum auf den Kopf geworfen. Oh Mann. Gott, was ist doch immer, weißt du doch. Ja. Genau. Ach, der ist leer. Das könnte. Ach, ich glaube doch noch ein bisschen Holz hier. Hm, hab auch gerade noch geholt. Schaden gar nie. Was man hat, das hat man. Yep. Nee, der Friedhof ist anders. Immerhin lässt es ja gut stecken. Jo. Der Friedhof ist Gott sei Dank mittlerweile. Ich glaube, die Straße macht einen Tag deiner komische Bewegung. Oh, wenn die Straße sich bewegt, Drogen weglassen. Ja, das auch, aber. Dann laufe ich in eine andere Richtung. Da ist noch ein Hirsch. Wir haben es ja noch. Ja, noch 20 Uhr, okay. Ja. Kann ich ja noch eine Stunde wegbleiben. Okay. Na, na, na. Oh, tot. Oh, 76 Patronenhülsen. Nett. Hm, Klingenwaffen auf 11, okay. Laufe ich doch jetzt nur noch mit dem Messer rum.
So. 4000 reicht jetzt erstmal. Oh. Baut das einfach ab. First Aid Kit. Huh, hier ist aber eine Stadt, oder? Wo? Hier gegenüber der Straße. Ja, da sind so 2-3 Häuser. Das dachte ich, dann latschen wir da auch noch dran vorbei. Ja, wir gucken dann auf jeden Fall mal, ja. Also es muss hier auf jeden Fall irgendwie so ein paar Sachen geben, ja. Deswegen bin ich gerade zur Straße und mal in die Richtung, was wir da nicht aufgedeckt haben. Mal gucken, ob da irgendwie was... Straße splittet sich hier, okay. Ich könnte ja mal noch einen Waypoint setzen hier, ne? Jo, das könnte. Wäre immer noch sehr intelligent. So könnte mitten in der Walachei hier. Geklappt werden, ja. Ach Gott, Alter. Ach, da läuft Mäuse. Jo. Ja. Irgendwie sieht mir das so straßig aus. Ne, das, was da vorne ist, das müsste das Hotel wieder sein. Wo du drauf zuläufst. Ach. Tatsächlich, ja. Aber, komm mal her. Moment, ich hab grad ein Nest. Ja, ich nehme mich auch so nebenbei mal mit. Oh, noch eins. Ladidada, ladidada. Oh je. Und noch eins. Ladidada. Ladidada. Und mein Freund, der Zambi, ist wieder da. Nee, haut und ab von mir. Noch eins. Okay. Dein Freund der Zombie. Mein Freund der Zombie. Früher hieß das dein Freund der Baum. Ja, ich weiß, das war früher als Kind mal irgendwie mein Lieblingslied und ich weiß nicht warum. Hässlich ist es nicht. Wegen der Schöpfungshöhe des Textes? Weiß ich nicht. Oh. Fall doch nicht gleich um. Hab den wohl ganz schön von den Socken gehauen. Den finde ich cool. Den roten Pulli finde ich besser. Guck mal her, guck mal her, guck mal her. Wir haben ja noch die 2-3 Minuten hier. Also hier ist ja ein ganz großes Friedhöfchen. Ja. Ne? Ja. Und sogar mit Haus drin, ne? Aha, da ist das nochmal ein Safe, ne? Genau. So, den können wir nehmen. Und dann müssen wir gucken, wo wir eventuell lang gehen, weil die Straße, diese große Straße splittet sich da, ja? Ah ja. Dann können wir gucken, ob wir südlich weitergehen oder ja, westlich weitergehen. Jo. Und jetzt verrammeln wir uns erstmal. Besser ist das. Genau, und beenden die Folge. Tada! Tun wir? Was die große Straße südlich? Ja. Was meinst du? Südlich, die geht zum Hotel, die kannst vergessen, die habe ich schon aufgedeckt. Nee, wir sind schon da dran vorbei. Ja, ich sehe euch, ich habe da alles aufgedeckt, Alter. Echt? Ja. Mhm. Oh, den sollten wir hier auch noch eliminieren. Wen, jo, Stefan? Dann sagen wir mal Winke, Winke und Goodbye. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao.